Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Wax wieder für euch am Start mit einem weiteren Squad Builder Battle auf meinem Kanal. Und heute haben wir ein krasses Special am Start. Und zwar haben wir uns gedacht, das Team of the Group Stage ist draußen. Und dazu nehmen wir einfach mal den Team of the Group Stage von Neymar für dieses Squad Builder Battle mit. Und mit dabei ist der gute alte Gaming. Gaming ist auch mal wieder in the house. Und ja, ich hoffe mal, Neymar wird eskalieren. Aber was sagst du, Digga? 93er Neymar, absolut heftig, oder? Absolut heftige Karte. Ich habe Neymar in diesem FIFA noch nicht gespielt. Lasst trotzdem alle schon mal heute einen Daumen hoch da, wenn ihr weitere Team of the Group Stage Squad Builder Battles sehen wollt. Vielleicht mit Hazard, mit Mbappé oder was auch immer. Schreibt uns oder in die Kommentare, die ihr sehen wollt. Ronaldo gibt's auch noch. Ja, stabil, Ronaldo, Digga. Müssen wir eigentlich ein Like da lassen. Ja, Mann. Ja, müssen wir eigentlich machen. So, du kannst mir heute mal erzählen, was nimmst du für eine Formation mit? Ich habe die 4-3-3, die vierte mit ZOM. Mittlerweile eine meiner Lieblingsformationen, um ehrlich zu sein. Ist schon geil, echt, oder? Geil, ne? Echt, ja, geil. Ich wollte die auch mitnehmen, aber die Links sind da ein bisschen schwieriger, ja, für den Squad-Builder-Battle. Und ich habe mich für die normale 4-3-3 entschieden. Und das, okay, sind unsere Formation, mit denen wir antreten werden, Leute. Da würde ich sagen, kommen wir zu den ersten Spielern, ab geht's. Bevor ich jetzt aber meine ersten Spieler in dieses Team einfügen werde, muss ich natürlich nochmal kurz Werbung machen, Leute. Ihr wisst es, meine Klamotten, erster Link in der Beschreibung. Vielleicht könnt ihr die euch ja zu Weihnachten wünschen, wenn ihr nicht wisst, was ihr zu Weihnachten haben wollt. Richtig fresh, die rocke ich auch im Moment wieder öfters mal draußen. Eiskalt am Rocken. Und jetzt sag mal, ich werde als erstes einfügen und du wirst in die Kamera halten. Raus, was du denkst, was ich spielen werde. Leute. Wenn das klappen sollte, wäre krass. Okay. Und wenn das klappen sollte, wäre noch krasser. Ich nehme zum einen im Sturm nicht Mbappé mit, wie du wahrscheinlich denken wirst. Das wäre der einfache Weg gewesen. Ja. Oder Cavani. Ich habe Pelé mitgenommen. Meine Ikone, die für 3,3 Millionen bei mir in den Verein gekommen ist. Und okay, auf dem rechten Flügel habe ich Gareth Bale. Na, hey, Digga. Ja, okay, durch die Ikone hast du gut gemacht, konntest du rechts alles nehmen. Ich habe Cavani und Lukas aufgeschrieben. Ich dachte, du gehst über PSG. Okay, da muss ich lassen. War gut, Mann. War gut und ich bin mir eigentlich 1000%ig sicher, dass du bei mir auch Cavani aufgeschrieben hast. Weil du weißt, dass ich einen Verein habe. Aber ich habe ihn erst einmal benutzt und heute wird nicht das zweite Mal. Ich habe einen Spieler, den wirst du nicht kennen. Der scheint aber eine Maschine zu sein. Podence heißt der Typ. Hat 4-Sterne-Skills, 4-Sterne-Schwachfuß. Ist aber nur 1,65 groß, spielt in der, ja, du wirst jetzt wahrscheinlich ein komisches Auge machen, weil der in der portugiesischen Liga spielt, wirst du gleich sehen, warum. Ist der Brasilianer? Nein, der ist Portugiese, aber du wirst schon gleich noch sehen. Und rechts habe ich Bernardo Silva, also mal ein bisschen was Exotisches, deswegen. Ja, Mann, was Exotisches, was, ja, Neues im Squad Builder Battle, kennt man so eigentlich gar nicht. Ja, oh, du wirst die beiden nicht haben. Ja, normal habe ich die beiden, ich hatte Cavani und Lukas genauso wie du. Oh, okay. Und ich würde sagen, so dürfen wir beide unsere Stürmer behalten und wir gehen ins Mittelfeld über. Genau. So Leute, weiter geht's und ich bin gespannt jetzt bei dir im Mittelfeld. Hau mal raus. Du brauchst jo, ich fange auf der rechten Seite an, das Geile ist. Was? Du brauchst gar kein PSG, scheiße. Ja, PSG brauche ich sowieso nicht, aber ich fange auf der rechten Seite an. Du denkst da, ich brauche einen Real Madrid Spieler. Ja, brauchst du auch nicht. Ich nehme aber einen Barcelona Spieler mit und das ist Rakitic. Oh, nice, okay. Dann habe ich in der Mitte meine erste Food Champions Karte, die in Rot natürlich dann am Start ist. Und das ist mein Spieler aus der Bundesliga, Thiago. Mann, Digga, war gut, okay. Und auf der linken Seite habe ich da meinen letzten, der ist dann auch aus der Bundesliga und das ist Tolisso. Du hast keinen von den drei, hundertprozentig bin ich mir da sicher. Ah, du hast recht, ich habe keinen von den dreien. Hast du stark gemacht, ich hatte zwei PSG-Spieler aufgeschrieben und gerade ist mir aufgefallen, du brauchst ja gar kein PSG. Wen hast du aufgeschrieben gehabt? Benzema, Rabiot und Kovacic. Stark gemacht, aber das ist das Ding, wenn man eine Ikone als Stürmer hat, da kann man so viel machen. Das war schon gut. Ja, ich habe jetzt drei Ligen schon drin, ne? Drei Ligen, Mann. In einem Squad-Builder-Battle, das sieht man auch nicht häufig. Wir schauen mal. Mal gucken, was bei dir geht. Ja, du könntest jetzt drauf kommen. Wie gesagt, ich bin mal ein bisschen exotisch gegangen. Ich fange an mit Pizzi als ZOM, den habe ich auf der Transferliste, muss ich gleich noch runterholen. Ja, Pizzi, dann Cavallo heißt der. Wo ist der? William Cavallo. Und links wirst du, denke ich mal, eher nicht drauf kommen, weil es ist eigentlich ein Stürmer. Er ist umgewandelt und es ist ein bisschen unfair. Es ist Gabriel Jesus, Mann. Da wirst du, oder? Wirst du safe nicht drauf kommen, oder? Du hast keine Dings genommen, Food Champions, keine Ikone. Nee, keine Ikone. Dann sage ich dir jetzt mal nicht, was ich aufgeschrieben habe, weil ich habe gar nichts von denen. Ich wollte eigentlich dreist sein.
Du hast deinen roten Gabriel Jesus mal wieder im ZM. Du nimmst ihn jedes Mal nur im ZM. Was ist los bei dir? Ja, deswegen, Mann. Mal schauen, der hat hier eine Maschine. Ich habe ihn halt als ZM in meinem Foot Champions Squad, deswegen. Ja, okay, krass, Leute. Wir gehen jetzt zu den Außenverteidigern. Bis jetzt immer noch keiner gefallen. Unsere Squads werden in letzter Zeit immer kreativer. Merkt ihr das auch, Leute? Läuft gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt gehen wir in die Defensive und da ist es eigentlich umso wichtiger, keinen Spieler von sich zu verlieren. Ja, mal gucken. Ja, hau mal raus, komm. Und bei mir ist der rechte Verteidiger Alex Vidal, heißt der, glaube ich. Alex, der wird voll komisch geschrieben. Nicht Semedo, nicht Roberto, sondern Vidal, da gibt es nämlich drei. Und links habe ich den guten alten Brozinski. Brozinski, mein. Ich dachte, du gehst links über Premier League, über Franzosen Mondi. Und rechts habe ich mir gedacht, du gehst über Arturo Vidal. Nicht Arturo, Alex Vidal. Bam, Alter, das war so klar, weil Semedo ist zu auffällig. Wen gibt's noch? Roberto. Roberto, ja, den nimmt eh keiner, Digga. Vidal hast du schon ein paar Mal jetzt gegen mich genommen, deswegen. Ich hab Vidal noch nie genommen seit FIFA 18. Ehrlich? Dann hat Max noch nicht einmal. Oder so. Ja, dann wirst du ihn auch weiterhin nicht nehmen. Also, hau ihn raus, Bronze-Torwart, ey. Rechtsverteidiger, Bronze-Torwart, viel Spaß damit. Komm, ich hab's gerade noch gesagt, es ist so wichtiger in der Verteidigung, dann aber triffst du einen. Komm, jetzt komm mal raus, wen hast du? Du wirst, glaube ich, auch auf meinen rechten Verteidiger kommen. Es ist, ich mach's ganz... Es ist nicht der Pereira, es ist nicht Danilo Pereira, es ist aber ein Pereira und zwar Ricardo Pereira. Du musst safe drauf kommen, weil er ist halt Stronglink. Und links habe ich eine Ikone, der befindet sich hier unten. Ist aber nur eine Leih-Ikone. Und zwar Roberto Carlos, bevor jetzt einige sagen, ja, Leihspieler und so weiter, solltest du beim Abstoßen, du weißt es selber, den Leihspieler treffen, wird der beste Spieler aus dem Team abgestoßen. Das wäre Stand jetzt der 93er Neymar. Mal gucken, vielleicht kommt noch ein besserer dazu, aber ich denke nicht, weil das wird schwer. Okay, den hast du. Okay, ich dachte, links geht's wieder mit dem Brasilianer Marshall. Marcelo. Ja, das stimmt. Der ist ja auch La Liga, ne? Liga, stimmt. Und dann joinst du der Rechtsverteidiger-Torwart-Crew, weil da habe ich Pereira aufgeschrieben. Ja, also, ich wusste es. Beide haben Rechtsverteidiger-Torwart, Leute. Wir gehen zu den Innenverteidigern und das wird jetzt noch nicer, weil da werde ich jetzt alles von dir treffen. Die letzten drei Spieler und bei mir sind relativ wenig Special-Karten am Start. Es werden gleich noch drei Stück, kann ich jetzt schon mal verraten, dazukommen. Aber erstmal zu deinen Spielern. Scheiße. Aus. Drei Special-Cards, dann habe ich ja, glaube ich, schon mal komplett verkackt. Egal, wir kommen erstmal zu meinen Spielern und zwar geht es bei mir mit ein paar Food Champions-Karten weiter. Einmal Elus Tondo. Der geht über die Nase. Dann zweimal Ginter. Oh Mann, den nimmst du so? Aber der Torwart ist keine Special-Karte. Das ist ein 85er Keeper namens. Ja. Leno. Wo ist der? Leno. Namens Ter Stegen. Ter Stegen? Hat auch 85. Oh, okay. Ja. Ich hatte Boateng, Vogt und Horn, Junge, und du nimmst so oft Horn mit. Nimm ihn doch nochmal mit jetzt. Nö, ich brauch den deutschen Keeper aus der La Liga für die Chemie und er hat gepasst, ja, deswegen Ter Stegen. Ja, kommen wir zu meinen Spielern. Wie gesagt, drei Special-Karten, davon sind auch zwei Foot Champions. Und zwar, nee, Quatsch, einer ist davon Foot Champions. Und zwar, der erste ist, ich muss mal kurz schauen, wie er heißt. Der erste ist Dante, kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Den muss ich aber nochmal. Du hast letztes Mal schon Dante mitgenommen und hast dich komplett in meinem Video. Ja, ich weiß, Digga, aber ich brauch den. Das Ding ist, ich habe ihn ja sogar abgestoßen in deinem Video. Das heißt, ich muss ihn jetzt nochmal neu kaufen wegen dir, du Penner. Achso, hast du jetzt als Inform, oder was? Ja, ich hole ihn gleich als Inform nochmal rein. Dann ist er wenigstens ein bisschen besser. Weiter geht's dann mit. Wo ist denn der andere hier? So, da ist der Hilton. Hat auch nur 48 Tempo, Junge. Das ist komplett. Katastrophe, Junge, ne? Junge, gegen Pelé, Bale und Neymar, ja, was machst du da? Egal, Digga, aber ich wollte die beiden mitnehmen, denn ich brauchte ihn für meinen Torwart. Und zwar habe ich im Tor Benjamin Lecomte. Der Typ ist mittlerweile auch eine Legende bei dir, muss man sagen. Ich habe ihn mir entweder nehme ich ihn mit oder ein anderer nimmt. Weil der war immer so gut bei dir, ne? Deswegen wollte ich ihn mir jetzt unbedingt mal holen, um zu schauen, ob der auch bei mir so abgeht. Dafür muss ich aber zwei Spieler mit 48 und 49 Tempo mitnehmen. Naja, was soll's. Ja, okay. Leute, das sind die Teams. Beide haben einen Bronzespieler. Am Ende werden wieder Spieler abgestoßen. Und ich glaube, ich sollte das gegen Tilly heute wieder gewinnen mit Neymar, Pelé und Bale gegen seine 40 Pace-Defensive. Wir gehen ins Spiel, Leute. Let's go. Die beiden Teams jetzt nochmal mit jeweils einem Bronzespieler und dieser Neymar, der sieht einfach so krass aus, Leute. Wenn ihr jetzt wollt, dass ich den Till fünfstellig fertig mache, dann gebt 5000 Likes, sechsstellig, 6000 Likes, siebenstellig, 7000 Likes. Übertreib's jetzt. Also, ja. Übertreib. Der ist so geil, ne? Sehr geil. Oh, das durfte dir nicht passieren, weil du hast eine langsame Abwehr und wenn ich einmal kontern kann... Und ich hab ein Torwart! Oh, Scheiße! Ey! Dann bist du, glaube ich, dann, bist du, glaube ich, dann, Digga. Neymar mit dem 1:0. Was war das für ein Arsch? Boah,
scheiße. Guck mal da! Da kommt man gar nicht hinterher! Komm mal da hinten! Da kommt man gar nicht hinterher, Alter! Dieser Neymar, wie schnell ist der? Das ist krass, Alter, ganz ehrlich. Oh, Neymar! Und der hat 5 Star! Weakfoot, warum schießt er mit rechts? Ey! Ey, mit links macht, ne? Jawohl, jawohl. Und da ist mein Neymar im Gegenzug, Mann, Bro. Digga, das ist, ich muss das zwei, ey, Mann. Geil, Digga, das ist doch wieder geil. Scheiße, Junge. Guck mal da oben, ey, der läuft richtig. Der läuft den richtig zu, aber ich spiele ihn auf. Podenz, Foster, ey, Mann, Alter. Was seid ihr für Lappen alle, ey? Ey, Junge. Guck mal jetzt, Alter, was war das denn? 2-2, Junge. Guck mal, Neymar. Der macht ein Kopfballtor, Alter. Geil, Alter. Geil. Ich dachte, der macht ein Kopfballtor. Der haut den einfach vor dir. Hast du dieses Stellungsspiel gesehen? Sauber. Sauber, Junge. Komm. Le Comte, Alter. Wie geil. Bei mir ist. Guck mal. Die sind alle so langsam, ey. Das ist unfassbar, ey. 11 Meter! Lass mich doch schießen, der wäre auch so reingegangen. 11 Meter habe ich jetzt vielleicht 50-50, dass er den hält. Egal, rote Karte, drehst du. So, und da macht Neymar jetzt vielleicht sogar sein 4. Tor. Jawohl, Neymar einfach in die Mitte. 4 Tore, 5-2. So, Leute, 5-2 gewonnen. Neymar einfach 4 Tore. Dieser Typ ist absolut mächtig. Wir gehen zum Abstoßen. Till macht sich bereit auf Fresh Edition. Okay, Leute, wir kommen zum Abstoßen. Ich habe einfach nur rot bekommen. Jetzt richtig geil, Digga. Leute, und was mich in letzter Zeit bei den Squad Builder Battles ein bisschen genervt hat, wir stoßen was Gutes ab, 2 Food Champions Karten, 2 normale Karten, es heißt Fake. Wir stoßen was Schlechtes ab, es heißt Fake. Leute, man kann nicht immer Neymar oder Pelé in dem Fall treffen. Das geht einfach nicht. Ich habe jetzt 3 Discards, vielleicht kommt was Gutes, vielleicht auch nicht. Das ist einfach Zufall. Bist du bereit, Tim? Ja, raus. Ich hab, warte. Ich sortiere noch kurz. Okay, ja, mach. Komm raus. Okay, heute nehme ich mal was ganz anderes. Und zwar nehme ich deinen ZOM und deine beiden Innenverteidiger. 3 Spieler durfte ich. Das sind die 3 Spieler, die ich will. Komplett verschluckt die Halb. Junge, okay. Ich kann es dir so sagen, ich habe dich ein bisschen mit dem Pranken sortiert. Ich habe nämlich nicht sortiert. Ich habe alles so gelassen, wie es ist. Keinen Spieler habe ich geändert. Wen hast du dann? Pizzi, ZOM, Dante Pizzi. Und... Da dachte ich schon, geil, Digga. Und dann hast du Dante und Le Comte beim Tor. Hilton, Digga. Hilton for Champions Cards. Ey, Junge, das ist wieder okay, aber ich will jetzt endlich mal deinen Neymar oder deinen Top-Spieler treffen. Ich hab nix. Ach, Robert, du kannst auch links dann, ne? Ja, linker Verteidiger. Ich hatte erstmal überlegt, die beiden Außenverteidiger zu nehmen und dein ZOM. Hätte ich das gemacht, hätte ich Neymar gehabt. Scheiße, hättest du automatisch auch noch Neymar mitgetroffen, Digga. Egal, Leute, lass wieder einen fetten Daumen hoch. Da hast du abgestoßen. Ja, ich habe abgestoßen, Digga. Dante 30k, warum? Der Typ hat nach rund 48 Tempo. Der rennt mal 30, 35k. Leute, Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, teilen, Glocke aktivieren, monetarisieren. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Oh.